Einen wunderschönen guten Tag, ich bin der Stefan Haas, ich bin Dreihaubenkoch und ich möchte heute zeigen, wie man Wok kocht. Wenn dich interessiert, um was es beim Wokkochen geht, beziehungsweise was wichtig ist beim Wokkauf, dann schau dir das Video auf jeden Fall bis zum Schluss an, weil da erzähle ich heute auch ein bisschen drüber. Let's go! So, ich würde sagen, wir reden gar nicht lang um einen heißen Brei herum, und zwar erkläre ich dir gleich jetzt, was das Wichtigste ist beim Wokkaufen, und zwar das Gewicht. Tatsächlich, meiner Meinung nach, ist es wichtig, dass dieser Wok, den du kaufst, wirklich eine Haptik hat, beziehungsweise ein Gewicht hat, weil nur so verteilt er die Hitze optimal über die ganze Form hinaus. Ich zeige dir das bei meinem Wok, wie das ausschaut. Und zwar optisch unspektakulär, ist nichts, ja, ist ein Wok, ganz normal könnte man jetzt sagen. Der hat um die 5 Kilo, der ist von WMF. Ich gebe den Link dazu in die Beschreibung, wenn euch interessiert, welcher Wok das genau ist, könnt ihr draufklicken. Das sind meine Zutaten heute. Und zwar habe ich da einen Chinakohl, dann habe ich Süßkartoffel, dann habe ich Kaiserschotten oder Zuckerschotten, dann siehst du, dann habe ich da schon, dann habe ich da Shiitake-Pilze und zum Würzen bzw. so ein bisschen zum Abrunden verwende ich wahnsinnig gern Ingwer, Knoblauch und ich habe sogar ein bisschen Zitronengras im Tiefkühler gehabt, das werde ich auch dazu nehmen. Kaiserschnutten schneiden oder Zuckerschnutten, wie man sie auch nennt, kann eine Fleißaufgabe sein, muss man nicht unbedingt. Also sie schauen so aus, wenn man es einmal längs halbiert. Ja, ich mache das halt jetzt. Muss man aber nicht. Zitronengras. Wenn ihr Zitronengras irgendwo einmal seht, unbedingt kaufen. Und ganz wichtig, gebt diese Packung mit dem Zitronengras dann in den Tiefkühler und nehmt es außer, wie ihr es braucht. Im blödesten Fall kauft ihr kein Zitronengras und habt keins. Zitronengras eignet sich nicht nur für Wokgerichte oder Curries, sondern ich trinke es wahnsinnig gern oder ich tue es wahnsinnig gern in einem Tee. Wenn man sich ein Kandel Tee aufstellt und man macht ein bisschen Zitronengras oder man gibt ein bisschen Zitronengras dazu, ist das hervorragend. Kann ich nur empfehlen, deswegen kauft Zitronengras. Bevor du das irgendwo rein tust, klopf es ein bisschen. Schau, ich zeig dir das. Einfach mit dem Messerrücken ein bisschen drauf knallen, ja. Dann riecht es super und man kann es dann entweder ganz fein und klein schneiden oder, schau her, du kannst die äußere Schicht ein bisschen runter, die kannst du zum Beispiel dann für den Tee aufhalten und den Kern, das Innere, das Weiche, das was nicht so holzig ist, das schneidest du ganz fein zusammen. Schau, siehst du das? Beim Ingwer gibt es auch einen Trick, und zwar könnt ihr den entweder mit dem Messer ganz normal an der Seite schön, oder ihr nehmt einen Löffel und schützt ihn da einfach mit dem Löffel von oben nach unten oder von unten nach oben, ganz wurscht, schützt ihn so ab, dann hat es ein bisschen was und dann bleibt ein bisschen mehr vom Ingwer über. Zeitweise, wenn man schnell mit dem Messer drüber schüttet, neigt man dazu, dass man schnell alles wegschüttet und dann bleibt kein Ingwer mehr über. Also einfach da mit dem Löffel, schau, gell, probier das einmal aus. Wer gern Ingwer mag, tut sie mehr rein. Wer dann nicht gern isst, lasst ihn weg oder tut weniger rein. Tipp. Jetzt zeige ich dir noch was. Nimmst du so einen Teesackerl? Warte, Fokus. Genau, jetzt. Nimmst du so einen Teesackerl, dann hast du da den Ingwer, den du dir vorher geschält hast und fummelst. Das ist ein bisschen. Schau, fummelst die Schalen da rein. Merkst du das? Noch was? Du nimmst dann Kräutertee oder getrocknete Kräuterblätter. Du
Siehst du das? Da ist Zitronengras drin und ein bisschen Zitron. Ein gescheiter Löffel Honig. Beim Knoblauch gibt es einen Trick. Zehe nehmen, Messerrücken drauflegen, vorsichtig draufhauen. Strunk. Einmal. So. Zweimal. Fertig. Ein wahrhaftes Lieblingsgemüse von mir ist die Süßkartoffel. Ich koche irrsinnig viel und irrsinnig gern damit. Man kann sie in alle Varianten zubereiten. Du kannst es sogar roh essen, wenn du das schön dünn auerhachelst, einsetzt mit Salz und Olivenöl und ein bisschen Zitronensaft marinierst, schmeckt es auch hervorragend. Du kannst die Schale runternehmen, du kannst die Schale auch mitessen. Ich lasse persönlich ganz gerne auch drauf, wie es jetzt in dem Fall tue. Ich tue es jetzt einfach sauber waschen und dann in Würfeln schneiden. Zwar kommen jetzt noch die Shiitake-Pilze, da brauchst du gar nicht viel da, die brauchst du in Wahrheit nur den Strunk, der da drinnen ist, den tust du aus, den tust du auf Zeit, der ist zäh. Du wirst nicht sterben, wenn du ihn mit isst, aber er ist halt nicht so geil, deswegen schneide ihn aus oder zupf ihn aus. Schau, da brauchst du es nur nehmen, so, Autofokus, wo ist er, da ist er, tschau, auseinanderbrechen, dann nimmst du den Strunk, das tust du aus, legst auf Zeiten und die Stücke, so wie sie sind, einmal, zweimal, fertig. Gell? Das ist. So, jetzt geht's schon langsam schon in die Zielgerade. Wichtig ist, bevor man da jetzt anfängt, erstens, jetzt zeige ich euch nochmal meine Mise en place, also meine Vorbereitung. Zutaten der Reihe nach, und zwar fange ich an mit dem. Das ist mein Kinderkohl, da habe ich Zwiebeln geschnitten, da habe ich die Süßkartoffeln würfeln, dann gebe ich dazu den Ingwer, das Zitronengras und den Knoblauch. Dann rühre ich das, dann gebe ich die Soßen dazu, die sind da herüben. Die Soßen und Geschichten, die tun wir gleich alle aufmachen. Nichts lästiges, als wenn du es voll rührst und dann ist, keine Ahnung, das Tomatenmark noch komplett zu und da ist noch eine Folie drauf und da ist auch noch eine Folie drauf. Schön herrichten. Und zum Schluss dann gehen wir ganz kurz vor Finish die Pilze und die Kaiserschoten rein und der gehackte Koriander. Das ist es. Das Timing ist das Wichtigste. Der Wok muss heiß sein, die Dinge müssen offen sein, die Soßen, die ihr braucht und das Gemüse muss vor. Und das Gemüse muss vorbereitet sein. Wenn du das hast und im besten Fall sitzen die Leute schon am Tisch und warten aufs Essen, dann fangst du damit an. Der ist auch schon schön heiß, das heißt, wir werden jetzt gleich starten. Genau, die Menge ist noch vielleicht eine Sache, die wichtig ist. Rechnen's pro Person ca. 250 Gramm geschnittenes Gemüse. Das wird reichen. Wenn ihr dann ein Sättigungsbeilag dazu habt, zum Beispiel Reis oder Fleisch noch drauf legt, seid ihr mit dem Gemüse auf jeden Fall safe. Also 250 Gramm roh geschnitten pro Person einrechnen. Wenn ihr mich zum Essen einlädt, rechnet es 500 Gramm. Weil 250 Gramm ist mir zu wenig. Na Scherz. Ich bin ein guter Esser. Aber 250 Gramm reicht. Und dann fange ich an. Schau her, dass ich mit den Süßkartoffeln als erstes reinige. Da tue ich nicht immer gleich herumrühren und komplett zerrühren, sondern ich warte mal, lasse mal kurz braten, dass das Ganze ja Farbe kriegt und rühre es dann nach und nach ein bisschen durch, bevor ich das nächste Gemüse dazu reingebe. Jetzt der zweite Teil. Auch da wieder kurz warten und nicht gleich wieder zerrühren. Kurz warten und dann durchrühren. Das ganze Prozedere dauert, keine Ahnung, 5 Minuten. Nein, nein. Genau, da werden Zwiebelsoßen dazu. Zwiebelsoßen. Und starten mit den Soßen. Und zwar ein bisschen Zucker. Das sollte kein Dessert werden, ein bisschen Zucker.
immer mit Zucker und Spritzeressig. Weißt du das? Dann ein bisschen schärfen. Jetzt Schwammerl, Kaiserschotten. Wer es mag, und ich liebe es, ein bisschen Five Spice. Schau, ganz zum Schluss ein bisschen Sojasauce. Das reicht. Ein Teelöffel Tomatenmark dazu. Ein bisschen Salz. Und wer mag, kann ein paar Spitzer Fischsoße dazugeben. Ich liebe sie, meine Frau mag es nicht so gern, deswegen lasse ich es halt weg. Also ein paar Tropfen Fischsoße und fertig. That's it, ciao. Gut, das ist gewesen. Man kann, wenn man mag, dann natürlich noch sich am Brot einen Fisch drauf geben oder vielleicht ein paar Steakstreifen abroben oder ja. Ein Ei zum Beispiel kann man auch hervorragend mit in den Wok reingeben. Passt alles super. Was ich mache, ist halt, ich gehe ein wenig den bequemeren Weg, ich habe ein bisschen mehr zum Nagrad, deswegen gibt es bei mir Hühnernuggets und Shrimps gebacken. Ja, warum nicht? Stehe komplett dazu. Mir ist der Schärfegrad zu lind, deswegen gebe ich noch ein bisschen Sriracha-Sauce oben drauf. Das Ganze ist fertig, ich würde sagen, danke, habe mich irrsinnig gefreut, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch taugt. Ich hoffe, es macht es noch. Ich hoffe, es gibt mal einen Kommentar, Feedback oder was auch immer. Wie gesagt, wenn der draußen ist, der sagt, vielleicht holen wir uns den Hase mal. Wenn ihr Zeit habt, gern einfach schreiben, war mal lustig. Machen wir ein lässiges YouTube-Video. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.